Nach dem 2:1 Auswärtssieg der Dresdner starteten die Gelb-Schwarzen vor heimischem Publikum furios. Menge Aktion. Heitler Ecke. Trautmann 1:0. Fünf Minuten später stellte Udo Schmuck endgültig die Weichen in Richtung zweite Runde. Mit beiden Treffern im Rücken zogen die Dresdner ihr Spiel auf. In den ersten 45 Minuten viele gute Aktionen. Eine Nachlässigkeit brachte den einzigen Treffer für die Gäste. Schade faulte im Strafraum. Kasatschernok verwandelte den Elfmeter sicher. Dresden mit der besten Leistung seit langem setzte Leningrads Abwehr weiter unter Druck. Minge mit dem energischen Einsatz 3:1. Auch für die Brautschützlinge gab es nach dieser unsauberen Attacke einen Strafstoß. Den Heitler überlegt ein Schuss. In einer sehr gut disponierten Elf schwankt Libero Dörner das Zepter. Sein Schuss. Sind die Dynamos nun endgültig dem spielerischen Wechselbad entstiegen? Die Leistungen gegen Zenit Leningrad sollten Ausgangspunkt für weitere Höhenflüge sein.